Einen schönen guten Tag zusammen, willkommen zurück zu 7 Days to Die. Mitten in der Nacht, wir haben fast 1 Uhr, ihr seht's. Ja, ich bin ein bisschen am Herstellen. Ja, was hat mich dazu bewegt, mal in der Nacht eine Folge zu starten? Ich bin dabei, ein bisschen was zu bauen, ein bisschen was auszuprobieren, ein bisschen was zu craften. Ich bin momentan relativ erfolgreich, was Erze angeht, in Anführungszeichen. Ich habe hier direkt nebenan, also 10 Meter von meinem Haus entfernt, habe ich mal bei Gravel Missing gebuddelt und habe da dann auch rein zufällig tatsächlich hier eine Eisenmine direkt gefunden. Oder was heißt eine Eisenmine? Man muss eben halt gucken. Ich weiß nicht, da war so ein Eisenvorkommen, das hatte irgendwie einen Blockwert von 7000. Ich weiß nicht, was das für ein Eisen sein soll, ob das irgendwie Titanstahl ist. Ich weiß es nicht. Also wirklich, ob das ein dementsprechendes Vorkommen ist, ich weiß es nicht. Ja, ich bin gerade dabei, ein bisschen Stahlpfeile zu craften, weil ich habe jetzt ein Crucible. Mir ist leider aufgefallen, dass ich mir ja die Eisen- bzw. die Stahlspitzhacke ja gar nicht bauen kann. Denn dafür müsste ich Level 80 sein. Und ich bin erst irgendwie Level 47. Also es dauert noch ein klein wenig. Nichtsdestotrotz habe ich schon ein bisschen geschmiedeten Stahl produziert. Ich bin dabei, Pflastersteine zu produzieren. Jetzt wollte ich mir mal angucken, diesen Water Purifier Schematik. Da kann ich mir wohl irgendwie so ein... Das ist wohl eine Mod für einen Helm oder was? Da kann ich mir wohl irgendwie da Wasser zukommen lassen. Was, glaube ich, für die Wüste ganz nett wäre. Im Hintergrund habt ihr schon gehört, da ist noch eine Schreierin, die sich wahrscheinlich darüber beschwert, dass ich hier zwei Schmieden am Laufen habe. Das findet sie vielleicht nicht ganz so doll. Was haben wir noch? Ich habe hier jetzt noch gerade, guck mal hier, Eisenbrustpanzer. Den wollte ich mir mal gecraftet haben. Und eine Armbrust. Ich weiß, die Armbrust soll nicht so gut sein wie der Compoundbogen. Nichtsdestotrotz will ich ihn mal ausprobieren. Tut ja nicht weh. Und nichtsdestotrotz möchte ich das Ding mal gerne ausprobieren. Max Durability, das ist natürlich dann auch vielleicht gar nicht so verkehrt. Also ich hatte dann mal so ein bisschen reingeguckt, so viele Mods habe ich auch noch nicht gefunden. Where? So, guck mal, siehst du mal, das ist ja nun wie Himmel und Hölle. Eisenbrustpanzer, das ist ein 2, das ist 5. Also ihr seht, da ist schon wesentlich mehr. Cold Resist 0, Heat Resist minus 1. Also das ist schon, ne? Unterschied wie Tag und Nacht. Ist egal, da muss ich mir auf jeden Fall noch mal eine Rüstung bauen. Ich habe ja noch nichts Großes an Rüstung. Was habe ich denn an Rüstung? Nix. Ich habe nur das eigentlich an Rüstung. Ich habe aber doch die Pflanzenfaserhandschuhe. Das sind eben so Dinger, die muss ich mir noch mal craften, ne? Weil, ja, ihr seht ja selber. Lederponcho, das ist ja Cold Resist. Cold Resist 4, Heat Resist 13. Ja gut, das ist natürlich das andere. War jetzt minus 4. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Minus 6 Mobility, ja gut, Heat Resist minus 1, also da müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht nochmal was anderes bauen. Aber ich wollte einfach mal ein bisschen rumtesten. Ich bin auch gerade dabei, das Eisen, was ich gerade eben abgebaut habe, diese 374 sind nämlich direkt aus dieser Mine direkt nebenan. Und ja, mehr muss ich dazu glaube ich nicht sagen. So, zerlegen. Also wir haben jetzt momentan gar kein Problem, was das angeht. So, den Purifier, den wollte ich jetzt, den muss ich ja in der Werkbank machen. Okay. Zack, Rezepte, Purifier. Ich weiß auch nicht, wie man das hier anwendet, den Purifier, aber das wird man dann sehen. So, dann mache ich den Ball noch ein paar Bolzen machen. Ich mache mal 200 Stück mal eben fertig. Holz haben wir da. Das läuft alles, das können wir so machen. Rezepte, Armbrustbolzen, PB, Stahlpfeile. 200 Stück. So. Gib Schubrakete. So. Sehr schön. Ja, ich habe hier auch so, das ist das nächste, was ich angefangen habe. Ich will mir hier das Dachgeschoss weiter mal ausbauen. Ich habe mir eben halt schon mal 6 Lagerkisten hingesetzt. Das soll ein Ersatz sein für die. Also, ich weiß nicht, ob ich das hier noch weghaue. Ich glaube nicht. Ich denke mal, ich werde hier das Schrägdach sowieso mal wegbauen. Nach und nach. Und werde dann sehen, dass ich dann einfach einen rechteckigen Klotz hinbau, weil hier kann ich natürlich nichts hinbauen. Das macht keinen Sinn. Deswegen wollte ich eigentlich links und rechts von der Säule dann Lagerkisten hinbauen und so weiter und so fort. Ich denke mal, das sollte reichen. So. Jo, wo haben wir sie denn? Da haben wir die Stahlpfeile. Bolzen, Entschuldigung. So, dann will ich mal gucken. Weil die Uschis sind mich noch da und ich wollte nicht ganz unbewaffnet rausgehen. Macht ihr irgendwie auch herzlich weh. Und hinten ist auch eine Schreierin. Das sind schon 2 Schreier? Ah, guck mal, da sind wir schon dran, die Bagaluden. Ah, so kann man natürlich auch nachladen.
Gut, automatisches Nachladen, das ist natürlich nett. Ah, da kommen sie jetzt natürlich alle. Da hätten wir noch eine Schreierin. Da ist auch noch eine Schreierin, sag ich schon, das ist auch. Ein Viechemann. Jetzt kommen sie natürlich alle, das war klar. Das ist eigentlich mit der Hauptgrund, warum ich. Mit der Hauptgrund, warum ich überhaupt gestartet habe. Weil ich mir dachte, okay, Schreierin, das kann lustig werden. So, da hat es auch hinter sich, hoffe ich. Muss ich mal zärtlich unten gucken. Da sind sie wahrscheinlich hier überall wieder am rumbuddeln und am machen und am tun. Ist hier auch noch eine Schreierin? Ich glaube auch noch eine Schreierin, ne? Ja. Oh, sogar direkt gleich getroffen. Das ist ja nice. Ne, ist keine. Ist das eine Schreierin? Nee. Ach, verdammt. Ach Mist, da muss ich ausgerechnet noch nach links abdrehen, die Sau. So, das ist natürlich. Jetzt hängen die natürlich unten fest. Ja, wir haben 2 Uhr. Ich mag ihn nicht so richtig. Oder warte, wir machen das einfach mal auf die altmodische Art und Weise. Wir pflücken die einfach mal so weg. Und sollten wir sterben. Ich habe den Schlafsack übrigens. Ich habe den Schlafsack übrigens auch gesetzt. Oh, die kommen da sogar durch. Achso, der ist schon hin. Alles klar. Wollte schon sagen. Ich komme hier nicht hoch. Ah ne, ich bin noch in der Hocke. Ich bin hier hoch. Die machen tatsächlich die Dings kaputt hier. Die Schweine. Na, warte mal, komm mal hoch. Schieben sie die Leiche. Die kommen an der Leiche jetzt nicht vorbei. So, jetzt. Moin. Oh. Achso, okay. Ein Glück, ich dachte, die gehen nicht drauf, die Mistviecher. Ist ja unglaublich. Ah, immer diese Vertreter hier. Kann man nicht mal tagsüber vorbeikommen? Das war sowieso, kaum hatte ich da hin angefangen, warte mal, hier sieht man das von hier da. Da hatte ich es markiert mit den 2 Blöcken. Da habe ich mich einfach reingebuddelt, weil da sieht man ja auch Gravel-Ablagerung. Da habe ich mich einfach mal reingebuddelt. Und kaum war ich am Buddeln, kommen sie überall aus den Löchern gekrochen. Ein Zombie nach dem nächsten gespawnt. Das war echt, echt unnötig. So. Ist auch lustig, dass sie automatisch so. Ups, naja, wenn man zielen könnte. Oh. Ich glaube, den knüppel ich gleich mal so weg. Was soll's? Ist ja nur ein Kriecher, da kann er nicht mehr laufen, ne? So, komm mal ran. Ich will nur hoffen, dass sie hier und die Leiter so gelassen haben. Mensch, da. So, super. Okay. Traue ich mich nochmal? Ich traue mich. So, einmal kurz Licht. Ach, haben wir schon an. Sehr gut. Ich wollte mich hier vorne einmal gucken. Da sieht ihr ja, seht ihr ja, dass es da ist auf jeden Fall schon Erz. Wo war denn das mit den 7000? Ne, das sind 1000. Vorhin hat er 1000 angezeigt. 7000 angezeigt. Wirklich ungelogen, das stand hier 7000. Ich dachte, was ist da denn? Vielleicht war das nur ein Fehler, wahrscheinlich war das tatsächlich nur ein Bug. Hier, 7000. Ach, guck mal, was ist das denn? Das ist was ganz anderes. Ah, das war gar kein Eis, das habe ich gar nicht gesehen. Was mag das denn sein? Das war irgendwie Silber gerade, ne? Ist das ein Silbermine, Silbererz? Kommt auf jeden Fall nicht richtig viel bei rum, aber ich denke mal, dass wir da vielleicht gleich ein ganzes Stückchen. Ich habe jetzt Angst, wenn wir das so kaputt schlagen. Wir kriegen da auch nicht wirklich viel Punkte raus. Also ich habe so die Befürchtung, dass wir da nicht viel rauskriegen, weil wir das vielleicht eher mit einer Stahlpickaxe machen müssen. Also man weiß nicht. Habt ihr mit. Also ich habe noch nie Silber gefunden. Ich habe noch nie Silber gefunden. Und das ist definitiv, das war definitiv eben Silber. Wir haben ja eben Silber rausgerichtet. Da, Silbernugget. Und ich denke mal, dass wir vielleicht Silber eher mit einer Stahlpickaxe abbauen müssen.
Ist auch egal, auf jeden Fall haben wir erstmal Eisen hier, das ist sowieso wichtiger. Ich meine, gut, klar, natürlich kann man damit selber, kann man schön verteckern und dann hast du natürlich auch ein bisschen Kohle auf der Hand. Und dann kann man da wieder ein bisschen einkaufen gehen beim Händler. Aber so kann ich erstmal sehr gut damit leben. Also direkt auf der Ecke schön Eisen, bob. Da müssen wir nicht so weit fahren, da müssen wir nicht bis in die Wüste hinfahren, wo da hatten wir das andere Erz gefunden. Geil. Da bauen wir uns hier eine schöne Mine rein. Ich weiß nur nicht, wie ergiebig die natürlich die Minen sind. Ne? Ich meine, man kann jetzt sagen, ja toll, jetzt haben wir ein bisschen Eisen gefunden, aber das heißt ja noch lange nicht, dass die auch eine ergiebige Mine ist. Aber naja, gut, wir haben so ein bisschen Eisen rausgekriegt. Also. Beschweren kann ich und will ich mich da gar nicht. So, obwohl ich gerade sage, ups, gerade sagt beschweren, dann könnte ich eigentlich mal ein bisschen reparieren. Oh, die haben aber gut runtergekloppt. Ach so, ja, stimmt ja, wir haben ja auch noch Stahl dabei. Hatte ich das Stahl jetzt nicht für was anderes? Ach, ist auch egal. Machen wir gleich, wenn dann schon mal richtig. So, dann haben wir nämlich gleich hier schön Max aufgerüstet. Passt schon. Mehr geht hier dann auch nicht mehr. Das Einzige, was wir hier natürlich nochmal machen können, ist Beton. Das müssen wir sowieso nochmal machen. Das hinten sieht auch schon recht fein aus. Da müssen wir auch mal am nächsten Tag irgendwie mal bei. So, schon wieder 3.16 Uhr. Das ist auch wunderbest. Ja, ich glaube, ich werde erstmal den Compound Bow erstmal wegpacken. Denn ich mache, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden momentan mit der Armbrust. Apropos Armbrust, warte mal. Und zwar habe ich nämlich gesehen, das wusste ich nämlich auch vorher nicht. Und zwar, man kann hier. Ich hatte doch irgendwo eine Pumpgun gesehen. Man kann nämlich auch direkt eine Pumpgun auch herstellen. Wo hatte ich das denn gesehen? Ach, die kann man auch craften. Stahl. Mechanical Parts, Klebern, Scrap, Polymer und Schraubenfeder. Gut, müssen wir freischalten. Aber ich glaube, ich muss mal eben... Schrotflinte, da. Schrotflinte. Kann man craften. Drei Preise, ein bisschen Klebeband müssen wir uns gleich noch herstellen. Und Schraubenfeder. Schraubenfeder und Klebeband. Klebeband müssen wir uns craften, was wir natürlich nicht haben, weil wir nämlich keine Knochen mehr haben. Ah, okay, daran wird es dann gleich scheitern. Wir hatten uns ja schon mal ein bisschen was hergestellt, aber das bringt's nicht. Gut, das heißt, wir müssen auch nochmal sehen, dass wir an Knochen kommen, damit wir uns die einschmelzen können. Das klingt ein bisschen merkwürdig, aber es ist ja so. So, die 305, die kann man auch mit reinschmeißen. Kann man ein bisschen mit wegbrutzeln. So, dann haben wir einen Water Purifier. Also nun ist die Frage, ob wir das auch am Mining Helm montieren können. Das ist ein Vierer Helm, den können wir nicht modden. Okay. Den können wir nicht modden. Okay. Oder können wir den hier so? Ach doch, können wir doch modden. Alles klar. Wir können den nur nicht direkt hier modden. Alles klar. Und das könnten wir da reinschmeißen. Okay, gut. Ja. Jetzt haben wir Water Purifier mit drin. Heat Resist minus 15. Ja, ist natürlich Heat Resist, ne? Es ist natürlich, also da, gerade da wird uns nämlich warm ums Herz. Aber gut, es ist ja nicht schlecht. Ich denke mal, ich könnte mich ja natürlich wie immer gerne, könnte mich ja gerne berichtigen. Also ich verstehe es dann so, wenn ein Water Purifier drin ist, dass wir, wenn wir den Helm aufhaben, dass wir dann halt ein bisschen Wasser zurückkriegen. Wenn ich das richtig sehe. Ne? Also wenn nicht, dann doch Bescheid, aber das sieht so für mich so aus. Gut, okay. Dann lass uns mal erstmal wieder alles zurückschmeißen. Also wir müssen erstmal nochmal sehen, dass wir an Klebstoff kommen, Schrägstrich Knochen. Ansonsten können wir eigentlich erstmal wieder alles zurückpacken. Bolzen haben wir 190 dabei. Ich denke mal, sollte auch erstmal reichen. Oh, das ist schön. Das ist schön. Können wir dann gleich wieder raus. Das ist fein. Ja, ich hatte noch ein paar Woodbars gemacht. Ich hatte nämlich da auch noch ein bisschen rumgefuhrwerkt. Ich weiß gar nicht, hatte ich euch das gezeigt? Nee, hatte ich euch nicht. Kann ich euch gar nicht gezeigt haben. Ist ja totaler Blödsinn. Weil ich hatte am letzten Tag hatte ich halt angefangen, beziehungsweise wir hatten ja aufgehört,
als wir das ganze Material abgebaut haben. Ich habe ja richtig viel geharvestet und einen Stein abgebaut und Sand und Erze und was weiß ich nicht alles. Und da hatte ich eben den letzten Tag, hätte ich noch eine zweite Folge machen können, habe ich aber nicht. Weil ich mir dachte, ja, ich will sowieso noch die ganze Zeit Stein kloppen. Das habe ich auch gemacht. Deswegen haben wir hier eben halt auch so ein bisschen mehr Stein. Wobei jetzt hier nicht mehr so viel zu sehen, weil ich das meiste auch schon wieder verarbeitet habe. Was hier auch wieder nicht zu sehen ist. Es sieht immer so aus, als wenn ich nichts gemacht habe die ganze Zeit. Das ist ja unglaublich. Ja gut, guck mal, hier haben wir jetzt wieder ein bisschen was. Dann können wir gleich mal ein bisschen Zement machen. Wir brauchen auf jeden Fall immer noch mehr Stein. Mehr Stein, mehr Stein, mehr Stein, mehr Stein, mehr Stein. Das ist, guck mal, hier ein bisschen Holz haben wir noch eingesammelt. So Sand brauchen wir, Stein haben wir und ja, dann können wir erstmal gleich wieder ein bisschen Betonmischung machen. Zack, bupp. Brauchen wir mal wieder eine Viertelstunde. Ah, okay. Dann Beton sei schon, Lehm. Ja, wir brauchen sowieso noch ein bisschen Stein. Also ein bisschen abbauen müssen wir noch. Also es nützt alles nichts. Das müssen wir mal sehen. Ich werde das mal irgendwie so machen, dass ich vielleicht eine Folge pro Tag nur aufnehme und die zweite theoretische Folge, muss man dann mal sehen, dass ich das dann außerhalb der Folgen mache. Weil ich finde das, wie ich schon sagte, ich finde das bescheuert. Ich finde es grundsätzlich, ich finde es grundsätzlich bescheuert, immer zu zeigen, wie ich auf Steine einkloppe. Das finde ich immer nervig. So, Stein haben wir da. Okay. Packe ich das jetzt mal wieder zurück. Dann haben wir das Inventar ist mal leer und wir müssen auch gleich mal das Fahrrad das mal draußen wieder hinstellen. Das brauche ich jetzt hier nicht. So. Ah gut, das brauche ich vielleicht auch nochmal kurz. Und zwar indem ich nämlich das kurz repariere. Das kurz repariere. Ich kann natürlich schon 5er herstellen. Ah, ich glaube, dann sollte ich das vielleicht dann auch mal in Angriff nehmen. Hatte ich nicht angefangen? Nee, hatte ich nicht. Hatte ich nicht. Wie brauche ich pro... warte mal kurz. Schaufel, Eisenschaufel. Stahlschaufel kann ich natürlich noch nicht herstellen. 16 für eine Schaufel, okay. Spitzhacke, 20, okay. 20. Dann machen wir mal... Ach, machen wir erstmal 100, ist doch egal. Ich meine, wir haben jetzt auch ordentlich Metall wieder gefunden. Insofern können wir uns das leisten. So. Dann machen wir uns nämlich gleich ein bisschen Eisen fertig. Machen wir uns gleich ein bisschen Eisen fertig und dann können wir nämlich auch ein bisschen weitermachen. So. Ja, ich hatte hier oben deswegen mit den Holzbars, also das ist ja, oh, das sollte eigentlich Holz sein. Das müsste Holz sein, das ist tatsächlich Metall. Hatte ich damit angefangen, hier mit Holz zu machen, das werde ich natürlich noch aufrüsten, aber damit wir schon mal, damit ich schon mal so eine grobe Baurichtung habe, habe ich das erstmal so gebaut. Ich bin mir sowieso noch nicht so ganz so sicher, wie ich das hier weiterbauen soll. Wir können natürlich erstmal, bevor ich überhaupt lange laber, erstmal die Holzbars mit reinbauen. So. So, jetzt einmal die richtige Richtung bitte. Danke. So. Ich werde nachher sowieso mal sehen, dass ich hier möglichst, wenn die Horden kommen, mich nicht hier oben aufhalte. Also hier zwar hier schon hier, aber nicht auf den, auf dem Rost hier. Das ist eigentlich mehr, eigentlich nur so ein kleiner, ja, ein Spiderschutz, dass sie hier nicht hochspringen können und so weiter und dass man bequem durchschießen kann. Den habe ich wieder kein Holz dabei. Ja, gut. Ich muss jetzt sowieso noch so vieles herstellen. Ich muss hier unten natürlich noch da die Spikes noch setzen. Hier unten muss ich noch die Spikes setzen. Was sagt dich? Tag 32 kommt die nächste Horde frühestens, ne? Das können wir nämlich schon mal so alles bauen. Ja, hier wollte ich eigentlich ringsrum einmal die Bars bauen. Das heißt, wir müssen jetzt gerade mit den Zementmischungen, die wir gerade machen, da werde ich mir noch gleich hier ein paar Blöcke craften. Und wir brauchen sowieso noch mehr Stein. Wir brauchen mehr Stein, 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 Stein. Deswegen brauche ich am besten vielleicht auch neue Eisentools. Dann kann ich noch wieder ein bisschen mehr... oh, guck mal, wir steigen auch gleich wieder auf. Sehr gut. Gleich wieder so ein bisschen hochskillen, was Harvesten und sowas angeht. Ja, das ist nur mal gucken. Okay, wir bauen jetzt hier, würde ich sagen. Also erstmal einen Rand. So einen Rand bauen wir noch außen rum einmal komplett. Dann bauen wir uns nochmal hier diese Bars zwischen. Dass wir auch hier vielleicht mal so die Säulen so ein bisschen verteidigen können. Na, sieht man von da etwas schlechter. Also... Ja, von hier aus geht das ganz gut. Von hier aus geht das ganz gut. Das passt ganz, ganz, ganz fein eigentlich.
Es ist nur die Frage, wie groß wir das bauen. Man könnte natürlich schon sagen, man baut jetzt hier die Außenmauer, also nach oben hin. Na, weil wir brauchen ja auch einen Schutz nach oben hin und dass wir hier vielleicht die Außenmauer bauen. Und alles Weitere könnte man ja unten bauen. Wenn man jetzt sagt, was weiß ich, man macht jetzt unten noch ein paar Fallen oder so, das kann man ja alles unten bauen. Das kann man ja alles unten machen, das muss man ja nicht hier machen. Hier will ich ja letztendlich nur stehen oder hier, wenn die nachher durch alle Verteidigungszäune etc. pp. Durchgebrochen sind, dass sie sich dann halt hier verbinden. Ja, das wäre jetzt nochmal so mein so meine Idee. Gut, ja, das heißt, wir müssen wieder herstellen, herstellen, herstellen. Wir brauchen noch Stein. Wir brauchen noch Zement. Wir brauchen alles. Wir brauchen wirklich, wir brauchen alles. Aber es ist eine Form, Mann. Man kann zumindest sagen, ja, man sieht ein bisschen Entwicklung. So ist es ja nicht. Ne? So, ich brauche wieder Holz. Ich weiß, ich packe mal alles wieder rein und nimm es nachher dann doch gleich wieder raus. Aber das ist eben halt so. Das ist, dann habe ich ein bisschen besser den Überblick, als wenn ich da einfach nur irgendwas zurechtschuster. So, dann brauchen wir sowieso gleich wieder ein bisschen Eisen. Ein bisschen Holz, würde ich sagen. So, machen wir so mal eine halbe Stunde. So, zack, wupsen. So, ein bisschen einschmelzen. Blei könnten wir reingeben. Das werde ich auch mal tun. Ich werde mal ein bisschen Blei mit einschmelzen in der Zwischenzeit. Dann ist es dann auch schon wieder drin, damit wir groben Schrot herstellen können. Weil daran werde ich mich, glaube ich, jetzt erstmal festhalten. Ich werde jetzt erstmal hauptsächlich Schrot herstellen. Ach so, ja, Mensch, ich Idiot. Ich brauche ja noch Klebe. Brauche ich auch noch. Oh Mann, das brauche ich nicht alles. So, und dann brauchen wir diese, wie heißen die, Bars, Wood Bars, Wood Bars Centered, wir brauchen die. Da bauen wir auch nochmal, naja, ich kann ja mal 50 Stück von machen, das sind ja nur 300, das ist ja alles, das ist ja easy peasy. So, dann haben wir noch ein bisschen davon, die sind ja auch noch in Gange, 10 Minuten. Da können wir gleich sonst mal ein paar Frames gleich machen. Feuchter Betonblock, dafür brauchen wir nochmal die Mischung, so. Wie viel können wir da maximal machen? 28. Ja gut, dann mischen wir danach gleich 28 Blöcke. Das brauchen wir dann nachher sowieso zum Aufwerten. Die ist Bastjo. Ja. Da ist Eisen in Gange. Da können wir gleich nochmal die Tools machen, die neuen. Stein ist auch in Gange. Können wir auch gleich wieder Zement anfertigen. Dann brennt das hier nicht völlig unnütz mit 103 Minuten, das passt dann schon. Und dann machen wir uns in der Zwischenzeit nämlich dann nochmal eine neue Pickaxe. Die können wir mal zerlegen. Und dann machen wir uns eine neue Eisenspitzhacke. Jo. Alles klar. Dann können wir nämlich sonst nochmal ein bisschen gucken. Ich gehe nochmal kurz draußen gucken, ob wir vielleicht mal irgendwo vielleicht Knochen finden. Damit wir hier Dingensbumskirchen hier Klebstoff herstellen können. Ich glaube, ich habe mir schon so ziemlich alles hier weggefräst. Tatsächlich sonst mal mit dem Bike los gleich. Ist ja eigentlich was los hier? Müssen mittlerweile auch schon wieder welche gespawnt sein, oder? Hallo? Hallo? Jo, moin. Ah, so ein Kriecher. Aber ich will mich auch jetzt nicht mit den Zombies aufhalten. Ich will ja nach Knochen gucken. Gehen wir sonst mal Richtung. Ach komm, wir gehen mal Richtung. Guck mal, da liegen schon Knochen. Siehst du? Wunderbest. Wunderbest. Ein Knochen. Yay. Hat sich richtig gelohnt, Alter. So, alter Müll, lassen wir mal liegen. Ich hatte übrigens den Reloot auf 50 Tage eingestellt. Also ich war ja immer der Meinung, dass hier vielleicht das ein oder andere Nest doch schon wieder gespawnt sein muss, weil ich das noch nicht gelootet hatte. Aber nein, alle 50 Tage. Und so weit sind wir noch lange nicht. Wie ihr seht, wir sind ja gerade erst bei Tag 29. Also von daher kann es kein Reloot sein. Ein paar Federn nochmal einsammeln, vorsichtshalber, weil das kann ganz schnell, die Vorräte können ganz schnell nach unten gehen. Und wir sind Level 48. Yay! Sehr schön. So, ich gehe mal hinten gucken, das verbrannte Biom. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da nicht nochmal ein bisschen Knochen finden.
Jetzt fängt es natürlich an zu regnen, klar, was auch sonst. Ja, so Knochen ist nicht mehr so, ne? Also Knochen ist nicht mehr so mal eben. Wobei ich jetzt auch fairerweise sagen muss, ich nehme normalerweise auch die Zombies nicht wirklich auseinander. Also ich weiß nicht, wenn wir vielleicht mal einen Zombie erlegen, dann können wir vielleicht mal schauen. Oder was ist ich, Hunde? Also ich meine, ich nehme die relativ selten auseinander, weil man hat dann eben halt das verschimmelte Fleisch, was zwar in Ordnung ist, aber... Ne? Ach, guck mal hier, was wir haben. Unten zweiter Platz rechts. Muss das sein, ehrlich. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Knochen. Oder ein Zombie, um mal zu probieren, ob wir da aus dem Kerlemann Knochen rauskriegen. Knochen ist jetzt auch nicht mehr so Standard. Früher konnte man sich auch mit Knochen totschmeißen. Die haben wir jetzt alle natürlich verbraten mittlerweile auch, weil wir dann auch immer Klebstoff und sowas alles gebraucht haben. Da ist ein Zombie, sehr gut. Können wir den mal gleich mal testen. Komm mal ran hier, mein Freund. Man hat mir gesagt, du hast Knochen. Gleich mal mit einem Powerschlag eins überziehen, dann weiß er gleich Bescheid. Zack. So, mal gucken, hast du Knochen, mein Freund? So, alles mal anders. So, leicht. Da können wir ja nach und nach auf jeden Fall unsere Tools mal auf 5 bringen. Und bis wir dann nachher so weit sind, das nachher auf 6 zu bringen. Naja, wir kriegen ja, glaube ich, nichts raus. Finde ich ganz schön asozial, muss ich sagen. Naja, kannst ja knicken. Kriegst du nicht mal Knochen raus, ey. Das finde ich nicht fair. Das finde ich nicht nett. Weil ich behaupte mal, ein Zombie sollte auf jeden Fall schon mal ein paar Knochen beinhalten. Also das wäre schon nicht schlecht. Wäre auch quasi realistisch. Aber solange ich natürlich hier Klebeband natürlich in den Mülleimern finde und in den Müllsäcken finde, ist das natürlich auch in Ordnung. Aber da findet man natürlich jetzt nicht unbedingt die Masse. Ah, schon der erste Bagger-Loot. Oh. Ich hänge gerade so ein bisschen fest. Mist. Mist. Hä? Von wo? Von was habe ich denn jetzt? Hä? Von was habe ich denn gerade einen Hit gekriegt? Sie hat mich nicht geschlagen oder kam das zu spät? Oh, ich bin aber hart am Bluten. Ich werde wahrscheinlich gleich krepieren. Oder auch nicht. Ich muss. Na, sitzt es gerade auf. Sehr gut. War sie das tatsächlich? War das die Uschi gerade, die mich so vermöbelt hat? Finde ich gar nicht mal so schlecht, dass es die ganze Zeit hält. Ich finde, da hat man so ein bisschen mehr den Überblick. So, okay. Ich weiß mal nicht die ganze Zeit, warum ich die falsche Taste gedrückt habe, aber egal. So, dann haben wir so ein paar Armbrustbolzen hast du noch mit dabei, das ist fein. Gucken wir gleich nochmal rein, ob wir da nicht noch was Leckeres finden. Oh, da ist noch eine Uschi. Da. Da ist noch eine Uschi. Ah, verdammt. Oh, da sind auf jeden Fall noch mehr. Da sind noch mehr Besucher drin. Weißt du, guck mal, das ist so ein kleines zerfallenes Haus, aber trotzdem 30 Milliarden Zombies da drin.
Ich glaube, das war aber er, der rumgekreucht hatte da. Und da hinten kommt auch noch ein Kreischer. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir sind gerade bei 39. Eine falsche Bewegung. Und hier ist Exodus. Ja, komm. Achso, okay, alles klar, du bist hin. Hatte ich jetzt nicht so richtig wahrgenommen, dass er schon genug hat. Nix drin. Ich hoffe ja so ein bisschen auf Klebeband. Aber so wie es aussieht. Das ist mir nicht so richtig vergönnt. Naja, ein bisschen was zumindest. Okay, mal kurz zurück. So, Mutti, bist noch da, ja, ne? Dann liegt auch noch einer. Mal kurz Maß nehmen. Gucken, was er dazu sagt. Nicht viel. Naja, gut, ist auch kaputt, ne? Ich meine, okay, klar, wir haben jetzt natürlich auch Stahlgeschosse. Ach, die ist tatsächlich hin. Ne, da ist sie noch. Alles klar. Da ist sie wieder eingepennt. Ach, guck mal, da haben wir sogar noch einen Schrank drin. Hey, Mutti. Oh, ja. Ach so, okay. Ich dachte, ich hätte nicht getroffen. Also, so schlecht finde ich die Armbrust jetzt nicht, muss ich sagen. Ist jetzt nicht, ne? Also, ich habe da schon Schlechteres gesehen. Und ich finde, recht zielgenau ist er auch. Also, da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Die Armbrust war ja sowieso eigentlich immer so meine Lieblingswaffe, muss ich sagen. So. Kloppen wir uns da nochmal kurz rein. Vielleicht finden wir da ja mal was Brauchbares. Wäre wünschenswert. Muss nur sehen, dass wir ein bisschen vorsichtig sind. Nicht, dass hier gleich noch irgendwie eine Horde kommt oder sonst irgendwas. Oder noch ein paar übrig geblieben, ne? Dann mit 44, da reicht ein Schlag. Vielleicht mit, ja, ein, vielleicht zwei, ein, zwei Schläge. Und dann, ja, dann kannst du dich verabschieden. Dann war's das. So, mal kurz reingeschaut. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende. Ja, da kann ich mit leben. Das ist, da bin ich mit zufrieden. Das können wir so lassen. Schön. Können wir Material schön mitnehmen. Guck mal, das ist mal Bewegung, oder? Zwei, drei Schläge, zack, ein Block weg. So soll er sein. So stelle ich mir das vor. Gib gleich wieder ein paar XP, gib wieder ordentlich Material auf die Hand. Sehr schön. So stelle ich mir das vor. So, hier vorne kommt dann sowieso, das kleine Stückchen mache ich hier noch und dann kommt er sowieso nachher verbranntes. Aber ich muss aus diesem Biom raus, das geht mir ja voll auf den Pinsel hier. Oh, das war glaube ich gerade Farbe, die wir aufgenommen haben. Noch eine Pistolette. Mal kurz die Schroter noch mit. Kann ja nicht schaden, wenn wir hier vielleicht noch ein bisschen Besuch kriegen. So. Freigeschaltet. Achso, hier ist ja nichts mehr. Okay. Das ist auch nichts mehr. Können wir höchstens auseinanderschraubseln. Für Material. Ist hier noch jemand drin? Nee. Gehen wir mal kurz die Leiter hoch und dann mache ich ein kleines Päuschen. Lalalala. Ah, guck mal. Oh, haben wir doch ein bisschen was. Ja, siehst du mal. Oh. Scope-Schematik. Nett. Geil. Geil. Das können wir dann schön mal mit unserem Dingensbumskirchen hier benutzen. Hier mit, mit dem Jagdgewehr. Das ist natürlich nice. Da
kann ich ganz gut mit leben. Oh, naja, gut, damit kann ich weniger gut leben. Können wir auseinander schrauben, aber ich habe hier ihr seht ja selber. Gut. Ich kann noch ein bisschen Platz schaffen. Das mal zerlegen. Das können wir zerlegen. Brown, ja, ich weiß nicht, brauchen wir Brown? Können wir das. Eigentlich kurz wegschmeißen, oder? Farbe Braun. Brauche ich nicht. Ja. Ein bisschen was von allem haben wir dabei. Daring Adventurer. Muss ich mir nochmal durchlesen, was das genau zu bedeuten hat. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir ein kleines Päuschen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. In der nächsten Folge werde ich erstmal nach Hause latschen, muss ich erstmal ausmüllen. Und Klebstoff müssen wir immer nochmal gucken. Vielleicht finde ich auf dem Weg nach Hause noch ein paar Knochen, die wir uns einbrutzeln können. Aber gerade hier das Zweifach-Scope, das interessiert mich natürlich ganz besonders. Das funktioniert sicherlich auch fürs Jagdgewehr. Das wird auf jeden Fall interessant. Ja? Schauen wir mal. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.